Bisag Küchenbau, V-Zug und L-Bau präsentieren den Top-Pot und wünschen einen guten. Recht herzlich willkommen zu der heutigen Kochsendung Top Pot. Heute gibt es ein feines Gericht und zwar eine echte Schaffhauser Böllentüne von einem Schaffhauser Gast sogar zubereitet. Und Vinothek Grand Reserve hat heute einen sensationellen spanischen Rosewein empfohlen. Und zwar ist das La Lomba und kommt aus dem Rioja-Gebiet. Und das schöne Gericht haben wir den heutigen Gast mitgebracht und zwar ist das der Jan Schmidlin. Er ist Geschäftsleiter, Kochchef vom Restaurant Küche in Schaffhausen. Und da steht er schon in seiner Größe. Ja. Hoi, willkommen. Hoi, Jan. Hoi. Genau, also wir machen als erstes einen geriebenen Teig. Das ist eigentlich ganz simpel. Da tun wir Mehl in die Schüssel. Weissmehl, Rauchmehl? Weissmehl, ganz normales Weissmehl, genau. Wir können natürlich schon auch Rauchmehl nehmen, aber ich nehme da jetzt für das nochmals Weissmehl. Dann tun wir einen halben Teelöffel Salz drin. Je nach Belieben. Genau. Dann kommt Butterwürfel rein. Das ist wichtig, dass, es wirklich, dass sie kalt sind. Ja. Das sollte nicht weich sein, das sollte wirklich aus dem Kühlschrank sein. Am besten schon Würfel. Das kommt dazu. Wieso kalt? Dann wegen dem Reiben, glaube ich. Genau, wegen dem Reiben. Wir reiben dann nachher, dass er ganz fein krümelig wird. Und wenn er weich ist, dann geht das dann nicht mehr so gut. Ja. Zeig mal gerade so. Das ist wirklich das der klassische Kuchenteig. Genau. Oder? Ja. Ja. Und es ist wirklich eine Sache von 2 Minuten. Man muss schauen, dass es wirklich gut. Man kann es sogar auch in der Maschine, geht's auch, wenn man es nicht zu schnell macht. Geht es auch, oder? Genau, es würde auch gehen. Ich mache es aber wirklich am liebsten von Hand. Es spürt ganz anders. Genau, ja. Dass man es merkt, wenn es wirklich gleichmäßig ist. Dass nachher dann auch der Teig gleichmäßig ist. Man kann dann auch nachher nicht, wenn das Wasser dazu kommt, sondern eigentlich nur kurz zusammenfügen. Zum Eben, wenn du sagst, Böllen, dünne Wehen, Kuchen, Torte, also ich glaube es. Für so einen Zwiebelweg gibt es, glaube ich, alle verschiedene Ausdrücke. Absolut, ist auch bei uns im Restaurant eine Diskussion, wenn wir nach Hause dann kommen und mit Dünnen kommen sie jetzt wie bitte. Ja, von Dünnen, gell? Genau. Ja, St. Gallen sagt ja Flatten, gell? Genau. Aber das kann jeder wie er. Ja, ich finde, es ist eigentlich immer das gleiche Produkt, aber so viele verschiedene nehmen. Ja. Genau. So, jetzt ist es eigentlich schon recht gut. Ja, zeigen wir es nochmal so. Wie? Es ist eigentlich relativ gleichmäßig. Ja, schön, hä? Genau. Und jetzt kommt das Wasser dazu. Was ist das ungefähr gewesen, so 250 Gramm Mehl? Oder? 150 Gramm Mehl. 150 Gramm Mehl und dann sind es 75 Gramm Wasser, eben einen halben Teelöffel Salz und 55 Gramm. Die Hälfte vom Mehl ist Wasser, oder? 55 Gramm Butter. Jetzt ist der Teig eigentlich schon fertig. Da tut man wirklich nicht kneten, sondern eigentlich nur zusammenfügen. Ja. Und darum ist es auch wichtig, dass man vorher wirklich gut verrieben hat, dass es jetzt gleichmäßig ist und nicht irgendwo eine grosse Butterklümpe drin hat. Aber jetzt kann man den natürlich nicht gerade brauchen. Der geht jetzt, Jetzt kann man ihn nicht gerade brauchen. Jetzt müsste er sicher eine halbe Stunde, besser eine Stunde kühlen, dass man dann kann verarbeiten und kann auswählen, weil jetzt ist er wirklich sehr weich. Und, ich tue den kühlen, bis du den willst und nehme gerade den Wein mit. Ist das gut? Jawohl. Dann nehmen wir den anderen Teig auch gerade mit, oder? Genau. So, da hat es gerade durch. Danke vielmals. Wir haben hier heute etwas Spezielles, Jan. Ich mache noch mal auf. Jetzt geht es ja noch um den Auswahl. He? Genau, jetzt muss man einfach dann wirklich dünn auswählen. Ich habe jetzt hier Wallholz dabei und auch so einige Stäbe. Ja. Aber ich mache es sogar wahrscheinlich noch ein bisschen dünner. Am einfachsten geht es, wenn man vielleicht Backpapier sogar dazwischen legt. Dann braucht man auch nicht irgendwie noch Mehl oder etwas. Cool. Das ist auch noch cool. He? Genau. Zudem, wie ganz kurz schnell, ist wirklich Spanisch, Rioja, Rosé, gibt es nicht immer, oder? Mhm. Und das Schöne an dem hier, man staunt gerade, ich brauche heute keinen Zapfenzieher, weil er hat einen Glaskork. Oder einen Glaszapfen, nicht einen Glaskork. Schau mal. Und der ist noch quickig zum Aufmachen. Vielleicht wieder mal zur Erinnerung, man muss dann hin und her. He? Genau. Ja, hin und her, dann kommt er auf wie nichts. He. Und so kann man ihn auch wieder rein tun und verschliessen. Weil so kriegst du ihn fast nicht raus. Ja, weißt du, er ist auch noch feucht und dann kriegst du ihn fast nicht raus. Aber mit hin und her geht es tiptop.
Das schauen wir dir ein bisschen zu, wie du das machst, profimässig. Ja, am Anfang ist es halt ein bisschen mühsam, wenn er noch ganz hart ist. Aber eben zwischen den Backpapier geht es eigentlich relativ gut. Ja. Erzähl mal ein bisschen über dein Restaurant Küche. Du führst du das nicht allein, oder? Nein, ich führe es mit meiner Partnerin zusammen. Genau, mit Andrea, oder? Mit Andrea, genau. Sie ist aber mehr im Hintergrund. Wir haben jemanden im Service, der den Service schmeißt. Und ich mache Koch mit einem Lehrling. Wir sind ein ganz kleines Restaurant. Wir haben ja nur 5 Tische. Das ist relativ überschaubar. Aber eben, ihr habt auch so ein bisschen ganz, ganz gute Qualität Fleisch auf der Karte gesehen. Ein bisschen so Luma Pork vor allem, gell? Hast du, genau, oder? Ich mache vor allem mit Luma, mache Schwein, ich aber auch sonst mit der regionalen Metzger. Das ist schon bei uns auch etwas recht wichtig. Nur, dass wir nur Schweizer Fleisch haben, das schon nicht. Darf auch mal etwas sein vom Ausland. Aber ja, das muss man halt wirklich verheben. Ja, regional halt auch, oder? Genau. Das ist das meiste ist regional eigentlich, ja. Soll ich dir für deine Böllen tun, schon bei Zwiebeln? Zwei? Brauchst du eine? Zwei? Zwei bräuchte ich, genau. Für die drei. Das lerne ich, dass endlich nach so viel Mal ein Original Schaffhausen und Böllendünen zu machen. Ich tue da jetzt die Form ausbuttern. Mhm. Tue das noch ganz kurz in den Kühlschrank, dass es noch mal ein bisschen anzieht. Aber ist denn schon noch ein bisschen heftig, oder? Wenn du unter Lehrling gehst und du tust Abwäsche, Rüsten, Putzen, also gibt es schon noch ein bisschen zu tun, oder? Da gibt es ein bisschen zu tun, ja. Aber es geht gut. Wir haben fleissige Lehrlinge und man ist halt immer dran. Aber, ja. Ja, und dann ist dann einen Tag auch noch weg in der Schule, gell? Genau, einen Tag ist er weg. Dann hilft die Partnerin beim Kochen, ja. Wenn viel los ist. Und ja, jetzt mittlerweile ist es wirklich auch eingespielt. Wir sind jetzt schon eine Zeit dran. Mhm. Ruhetag haben wir gesagt, Montag, Sonntag, Montag. Ruhetag haben wir Sonntag, Montag, ja. Genau. So, das ist schon cool, wenn man ein bisschen Familie in der Nähe hat, wo kann helfen. Das ist schon schön, he? Ja, das ist, es steht und fällt mit dem, dass alle irgendwie mithelfen. Und ja. Sonst wäre es eher schwierig dann. Und die tust du aber jetzt noch geht das so drauf oder tust du noch anziehen? Ich tue noch schnell anziehen mit ein bisschen Butter. Aha. Aber wirklich nicht zu fest, muss keine Farbe haben, nichts. Aber einfach ein bisschen, ich tue noch Salz und Pfeffer dran. Aber so Sachen kann man natürlich auch gut vormachen, oder? Sachen kann man super vormachen. Wir machen da auch vor, wir machen anfangs Woche, machen wir. Einen Haufen, wir machen das bei uns zum Apero. Ah, okay. Und das machen wir ja ein-, zweimal in der Woche. Und dann, zum feinen Schaffhausischen Weisswein und dann ein Glas genau, meistens bei den Leuten, wenn sie Apero nehmen, gibt es ein Stückchen Gisch, gibt immer drei Sachen bei uns. Und Gisch ist eigentlich das Einzige, was immer fix drauf ist. Genau. Dünne. Dünne, ja. Sollen wir das ungefähr so schnell ausstechen, dass es ein bisschen grösser machen muss. Wir ziehen jetzt aber dann noch ein bisschen Uhren am Rand. Soll ich es rein tun? Ich kann es rein tun, ja. Das ist gut. Dann kannst du noch ein bisschen. Aber man muss natürlich sagen, das geht vermutlich nur mit Schaffhauser Zwiebeln. Das geht nur mit Schaffhauser Zwiebeln, ja. Gell? So, oder? Ja, ich habe es so grosse mitgenommen, genau. Nein, man kann natürlich das auch mit allem machen. Man kann das auch mit Spargel machen, wenn man will. Wenn man das gerne hat, das ist auch möglich. Man kann es mit Pilz machen. Es ist eigentlich immer das Gleiche. Einfach die Menge muss man ein bisschen schauen. Ja, ist ja vegetarisch natürlich von dem her auch gut, oder? Genau. Ja, wir schauen immer, dass wir bei diesen Apero-Snacks vegetarisch sind. Ja. Dass das sicher für alle etwas dabei ist. Und wenn ich jetzt vegan bin, hast du sicher auch mal etwas, wo vegan ist. Genau, oder? Absolut. Gell? Also heutzutage sind, glaube ich, noch kein Koch da, keine Kochsendung, die gesagt hat, nein, machen wir nicht. Oder? Nein, man muss ja heute flexibel sein. Ich hoffe, es geht gut da, so, mit der Temperatur. Hast du so Salz oder Pfeffer dran? Da? Nein, jetzt? Ich habe noch nichts gemacht. Gut, nein, ich tue jetzt immer schon ein bisschen Salz dran. Gut. Immer schon ein bisschen Salz an die Zwiebeln hin. Ah, okay, auch, ja. Auch, ja.
wenn man es gerne auch andere Gewürze nehmen. Man könnte die, man kann auch noch Paprika rein tun. Ein bisschen frischer Thymian. Ja, also immer, wir machen es wirklich ganz nur mit Salz und Pfeffer. Ja. Das ist wirklich Zwiebeln dann. Aber da kann man auch ab und zu. Ja, da kannst du das auch machen, wie du willst, oder? Genau. Ich finde das immer so. Kreativ sein. Ja, das Grundrezept muss eigentlich schon stimmen, aber sonst. Genau. Oder je nachdem, da vielleicht jemand da noch Knoblauchzehe drin, wer weiß, oder? Genau. Wäre auch möglich, oder? So, das ist eigentlich jetzt schon gut. Jetzt stellen wir das ein bisschen auf die Seite, dass es ganz ein bisschen abkühlen kann, nicht dass es nachher gerade den Teig. Naja, da haben es dir wollen gehen. So höflich bin ich damit. Jan. Herzlichen Schön, Dank. Schön, dass du da bist. Merci vielmals. Bis jetzt schmeckt es fein. He? Ja, hoffen wir, es kommt gut. Ein schöner Rosenwein aus dem Rioja. He? La Lomba. Perfekt. Im Sommer mit dem Gisch. Gell? Sehr gut. Ja, merkst du auch hinten eben. Nicht gross sauer, ein bisschen Säure hat. Mhm. Wenn du einen Schluck. Was gut ist, auch die Zwiebeln, die ja. wo süß auch Süße hat. Dann. Perfekt. Ein bisschen Zitrusfrüchte, dünkt es mir. Ganz fein. He? Super. Gut, dann machen wir weiter. Guss, was kommt jetzt? Guss, dann kommt Guss. Dann machen wir hier kommt Ei. Das Ei aufschlossen ist relativ gross. Das kommt auch in der Frage, wie gross das Ei ist. Und, ja, eben, kannst nicht nur 57 Gramm und das Ei ist nur, nur 60 oder so. Also das ist. Dann kommt ein bisschen Rahm drin. Ich mache das mit Rahm. Man könnte auch Milch nehmen oder mischen. Ich nehme jetzt nur Rahm. Dann da noch, auch noch ein bisschen Pfeffer rein. Und noch ein bisschen Salz dann. Genau. Ja, weißt du, Guss, kannst du auch kannst du da mit Schnittlauch drin, du kannst Peterli drin, du kannst also. Könnt sogar viele tun auch ein bisschen Quark drin, gell, so, oder? Stimmt, ja. Dann kann man da Zwiebeln nehmen. Aber eben durch den Rahm, weißt, der Rahm hat ja den Fett drin und das, ich mich denke, es tut das schöne Gratinieren, Backen mit dem Rahm. Gell? Genau, ich will ja nicht nur Milch, ich will ja vielleicht wenn dann mischen, aber ja. Nicht nur Milch ist schon, mit dem Rahm ist besser. Ja. Ja, das ist immer so ein bisschen, weißt du, so, du hast mehr Eier drin, dann hebt es besser, dann ja, zu viele Eier, dann hast du einen Eierkuchen, oder? Genau. Das ist immer ein bisschen so das Hin und Her. Ja, du schon recht füllen, hä? Ja, ich tue es recht füllen. Ja. Was dann nachher wichtig ist, wenn man den Guss drin tun, kommt eigentlich nicht so viel Guss drin. Dass wirklich, dass man schaut, dass die Zwiebelspitze nicht oben raus schaut, nicht dass es verbrennt, weil es gerade doch relativ lang in den Ofen. Ja. Dass auch der Teig wirklich unten auch gebacken ist. Also ich mache eine Stunde. Jetzt sind wir im Haushaltsofen bei 180 Grad. Das kommt auch immer auf die Ofen drauf an, natürlich. Ja. Ja, eine Stunde. Und zum Beispiel im Restaurant, wenn man einen Kombi-Steamer hat, dann braucht man ein weniger Temperatur und dann muss man auch aufpassen, dass es nicht zu. Ja, aber schon, ist schon. Ja, schon. Aber lieber ein weniger Temperatur und ein länger. Ja, das stimmt. Und das ist, wo man dann vielleicht nachher noch, ich mache Umluft, aber vielleicht muss man dann auch noch mit Unterhitze, was jetzt unten dann noch nicht lustig ist. Genau. Ja, das kann ich gerne. Ohne Traum muss es einfach. Genau, wenn es unten dran nicht dran ist. Das ist immer ein Problem. aber so klappt es eigentlich recht gut. Ja. So. Also. Ich denke, das da, dass das wirklich alles, dass da nichts mehr steht, dass alles wirklich im Guss drin ist. Cool. Sonst hat man dann schwarze Punkte oben. Es darf schon ein bisschen dunkel sein. Ja, dem haben wir schon gesehen, wie du es vorgemacht hast, aber nicht verbrennt, oder? Genau. So. Genau, und das geht jetzt in den Ofen. Willst du es gerade rein tun? 180 Grad, ungefähr eine Stunde. Eben, es kommt auch immer ein bisschen auf den Ofen drauf an. Muss man ein bisschen schauen, zwischendurch kontrollieren. Ungefähr in der Mitte vom Ofen. Du tust dort rein und ich nehme da raus. Ist das gut? Genau, das ist gut. So, tram! Fertig. Genau, wir haben das schon vorbereitet. Boah! Dass wir nicht mehr eine Stunde warten. Und so sind es fertig. Und so bei euch im Restaurant? Fertig bei uns im Restaurant. Ja. Und dann kann man da die vorsichtig rausnehmen mit einem Tüchli. Eben, sie müssen nicht brandheiß sein. Einfach nicht. Ja. Kann man es so rausnehmen. Dann geht es relativ gut. Cool. Voilà. Sieht man auch, dass es unten wirklich gebacken ist. Ja. Und dann kommt es da drauf. Und dann kommt es eigentlich so an den Tisch, dann geschnitten. Aber so ist es jetzt schöner, wenn man es nicht schneidet. Genau.
Kann man einen Salat dazu machen auch. Passt wunderbar. Kann man so essen, zum Apero. Ja, schau da. Schön backen, genau. Rundum. Cool. Und eben, das heißt, hast du eine Stunde. Eine Stunde hast du es drin gehabt. Eine Stunde habe ich es drin gehabt, genau. Jetzt die 160, weil es ein offen war im Restaurant. Die sind noch ein bisschen mehr vom Backen her. Aber daheim würde ich sagen, eine Stunde, 180 mit Umluft. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Ich wünsche dir, der Andrea, weiterhin alles Gute. Danke vielmals. Bleib gesund. Merci für die Einladung. Gute Geschäfte weiterhin. He? Danke. Ja, haben mich gefreut. Merci vielmals. Danke auch. Und Ihnen daheim, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, viel Vergnügen beim Nachzubereiten von dieser wunderbaren Schaffhauser Bühnentüne. Und wenn ihr nicht Lust habt zu machen, Sie wissen jetzt, wo es gibt, das Restaurant Küche in Schaffhausen. Danke vielmals und auf Wiedersehen. Der Top-Pot ist Ihnen präsentiert worden von Bisag Küchenbau, V-Zug und Elbau. Wir wünschen einen guten.